Ein Todesfall durch Tod. Der Getränkeautomat ist bereit. Guckt euch die Scheiße an da oben. Trink, trink, ja. Ich geh kurz einkaufen. Ha! Spezielle Chemikalien. Und der Cliffhanger war ja wirklich behämmert, weil es hier einfach überhaupt nichts Spannendes gibt. Da hinten kommt Ada. Ich weiß nicht, warum sie jetzt angelaufen kommt. Von irgendwoher. Ich war da drin in dem verschissenen Haus am Kämpfen. Ich habe um mein Überleben gekämpft. Und was macht sie? Ich gehe kurz einkaufen. Ha! Da sind wir auf unserem Weg zur Vault 88. Guckt euch mal das Vieh an. Alter, der Terminator ist nichts gegen den. Widerliches Stück Hundekot. Gut, gut, unsere wunderschöne Vault sieht aus wie... Warum bin ich denn jetzt so langsam, Ada? Ah ja, ich habe die Minigun dabei. Ada, komm mal her. Aufgepasst. So, Mutti. Es ist seltsam, wenn Leute hier sind. Hä? Ach so, lass mal schauen, wie viele Leute da sind. Wir waren jetzt schon Jahrhunderte... Oh, 12! Leute, unsere Vault ist ultra gut. Ich habe diese chemischen Formeln für dich. Wunderbar. Jetzt können wir eine weitere gesellschaftliche Unart ausmerzen. Die Trinkpause. Die Trinkpause. Ob an der Kaffeekanne, am Wasserspender oder am Getränkeautomaten. Dieses Problem ist eine Bedrohung. Vault-Tec-Wissenschaftler haben zahllose Experimente durchgeführt, um diesen Hort der Ineffizienz zu beseitigen. Aber Menschen haben ein irrationales Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Wenn sie also schon ihre Zeit vertun, dann wenigstens für das Gemeinwohl. Dank der Chemie. Was? Sind Chemikalien nicht schädlich? Ach, Clem. Du machst dir einfach zu viele Sorgen. Alles, was du isst und trinkst, besteht aus Chemikalien. Wusstest du das nicht? Oh ja, das ist sehr interessant, Frau Aufseherin. Das sind einfach spezielle Chemikalien. Wieso abeskaliert, Alter? Ist die wahnsinnig, die vergiftet den Clem. Wir haben ihn doch erst letztens auf dieses Dildo-Verrat geschickt und jetzt macht er sowas. Vertrauens, Clem. Ist okay. Du kannst uns vertrauen, Clem. Clems Vertrauen zu erhalten ist nicht Ziel dieser Experimente, sondern unser aller Wohlergehen. Also, bau den Getränkeautomaten und servier unseren Bewohnern dann Erfrischungen. Ach, und Clem, wenn du bei der Arbeit Durst bekommst, genehmige dir ruhig auch ein erfrischendes Getränk. Oh, wow. Danke. Der Clem, der Vollidiot. Ja, gut, gut, Gift. Ja gut, den mach ich gerne, ja. Dann bauen wir jetzt halt dieses blöde Teil auf. Alter, wir haben fast keine, wir haben nur ein Bett. Die Leute schlafen zu 12 in einem Bett. Es ist enorm, was heutzutage die Leute alles gebacken bekommen. Einen Getränkeautomaten-Prototyp. Alter, wie viel Leute das sind? Alle laufen hier rum. Kann ich auch auf so ein vergewaltiger Rad, bitte? Ich meine, auf so ein Fahrrad, bitte. Das braucht zwei Strom, bist du blöd? Ich bin gerade sehr unzufrieden, wie das hier alles aussieht. Was haben wir denn hier gebaut? Was habt ihr mich denn da bauen lassen? Wie viel Strom haben wir nur in der Wand drin? Ordentlich, ne? So, Vault-Stromleitung. Die klatschen wir hinten wieder hin. Es funktioniert, die trinken schon. Sehr schön, trink, trink, trink. Ja, trink mit deinem nicht vorhandenen Näschen. Wie sie alle kommen. Oh, Pathologie, mio, madre. Dein Meister, was zu trinken aufgestellt. Hey, hier kommt der Genuss. Bing. Die Scheiße an da oben. Das Code-Reservoir, ich will auch mal was trinken. Geht's dir gut? Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Sicher. Sicher. Eichhörnchen, gib mir mal deine Kronkorken, die brauchst du hier unten nicht. Wir haben hier eine andere Währung, wir haben hier Kotklumpen. Fand ich gerade selbst ultra witzig. Ich weiß nicht, Kronkorken, Kotklumpen. Ich verstehe es nicht, was ich da so witzig fand, aber es war schon lustig. Alter, es ist so richtig dreckig hier ohne Wäsch. Ich will hier ein ordentliches, vernünftiges Wölche aufbauen, ne? Und dann habe ich hier so einen Scheiß stehen. Alter, da rast ich direkt, da krieg ich direkt so Krawattrickig, du weißt doch. Nix, krieg ich direkt so Krawatte weg mit dem Scheiß, Mann. Wir brauchen hier mehr Licht. Ich sehe doch gar nichts hier drin. Die Leute sind wirklich unfähig. Die Aufgabe, die sie hatten, war Licht herzustellen. Mit ihren Händen. Ein Wasserturm. Okay, sowas lohnt sich natürlich, ne? So ein Wasserturm. Nee, weg damit, Alter. Wer braucht schon einen Wasserturm? Niemand. Oh, null Wasser. Shit. Moment. Das Wasserproblem ist doch locker gelöst. Ey, da. Mach mal deinen Pipipot auf. Wo sind die schon wieder? Siehst du wieder weg? Verbinde ein Terminal mit dem Getränkeautomaten und lege die Parameter des Experiments fest. Alter, ich muss noch ein Parameter-Experiment machen. Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen mürrisch. Sie müssen abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen mürrisch. Das ist schon wirklich allerhand, was hier passiert. Ne? So wie ich euch kenne, wollt ihr natürlich voll die perfekte Vault haben. Ich bin so ein Pimmelnase. Ich würde da jetzt einfach Holzhütten hinbauen, aber ihr wollt natürlich die geile Vault haben und wisst ihr was? Ich ach. Ich geb's offen zu, ich ach. Also machen wir das wie voll. Wir gehen hier rein, machen das doch weg. Es ist gar nicht mal so einfach, hier etwas zu bauen, wenn da so viel Dreck rumliegt, ne? Da könnte ich schon wieder wirklich eine Krawatte könnte mir da wachsen, bis zum also sehr weit hoch auf jeden Fall. Auf jeden, also da kannst du mir schon wirklich... Und ich würde sagen, sentimental gesehen, ja, brauchen wir das Teil auch nicht.
Okay. Ich hätte vielleicht erst den Scheiß wegräumen sollen. Fuck. Nein! Ich dachte, das fällt alles raus. Nein, bitte nicht. Okay, Leute. Hier drüben liegt ganz viel Essen rum. Greift zu. Leute. Sie stehen da. Ich will lieber was trinken und ja, wir haben gar kein Bett. Das ist so blöd von dir, dass du kein Bett gemacht hast. Baut doch eure eigenen Scheißbett. Welche? Ich bin auch nur ein kleiner Mann. Ein ganz kleiner Mann. Der ne. So ein Riesenprojekt. Hat. Was soll ich da erst sagen mit meinen Betten? Ja, ich sehe hier kein Bett stehen. Übrigens, das Best of. Oh mein Gott, das ist geil. Wie kann man das Ding irgendwie anschließen an die ganze. 20 Energie. Bist du blöd? So viel kann ich nicht providen. Das kann ich vergessen. Nee, ich mach's ja gleich. Leute, rastet man nicht so aus. Es ist halt am Anfang viel zu tun, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nicht immer dieses blöde Ding. Jedes Mal, komm, wir bauen hier was hin. Okay, ja, hey, Weißbrot. Ich kann es super gut sehen hier unten. Fässer aus unserem Wasserding raus. Was soll denn das? Da wundert sich noch jemand, wenn er blind wird, auf einmal, wenn er unser Wasser trinkt. Wenn da Fässer drin rumliegen. Ja, ja. Ich hab's denen dreimal gesagt. Jungs, die Fässer nicht ins Wasser. Mach also. Wasser damit, ne? Kannst nichts hässen, die Leute. Kannst nichts hässen. Alter, wir brauchen genau so einen. Wir können zwei davon bauen. Da kriegt man 500 Energie. Hast du sie noch alle oder was auf einmal? Wir haben 150 Energie. Wir brauchen nur noch so ein. Warte mal, wir brauchen hier nur so ein Ding. Wir brauchen hier so einen Stecker. So ein Voltstecker. Den kann ich einfach aus dem Boden. Ja. Wir brauchen, glaube ich, eine Verbindung zu unserem Hauptreaktor-Ding. Gut, der braucht schon Wasser. Nee, das müssen wir jetzt machen. Wisst ihr was? Wir machen das erstmal mit kleinen Brunnen. Und später kümmern wir uns um eine richtige Vernetzung hier unten. Weil das ist jetzt erstmal für den Anfang auf jeden Fall zu viel. Und da haben wir auch schon unsere 12 Dinger. Trinkt. Trinkt. Ja, trinkt. Gülle. Ja. You spin me right round, baby, right round. Ich würde sagen, hier geht es nach oben in unserer Vault. Nein, hier drüben. Hier geht es in unserem Vault nach oben. Circa hier. Hier. Circa hier. So. Also passt auf, ich habe das wie folgt geplant. Hier oben ist wie so ein Steg, der über die ganze Geschichte drüber führt. Wo sind jetzt Stege? Ist jetzt halt natürlich die Frage, die im Raum steht, ne? Ich will normale Wände haben. Ich bin gerade überfragt. Das muss doch hier sein. Ah, hier haben wir schon mal eine Wand. Wand, Schlussstück. So, das setzen wir hier rein. Jetzt ist nämlich schon mal zu hier. Was war ganz unangenehm. Fandet ihr auch, ne? Das war ganz unangenehm. Die Sachen sind einfach das gleiche, nur in das gleiche in Rot, oder? Kann das sein? Ist das eine Decke hier? Bin noch nicht so ganz zufrieden. Na also. Sind mir natürlich jetzt stark im Weg. Ne? Hier wollte ich aber eh nichts hinmachen. Passt auf. Wenn das ist natürlich blöd, ne? Die sind jetzt im Weg. Natürlich jetzt Gift für die Wurst, ne? Ich will, dass man oben am Atrium einmal entlanglaufen kann. Aber keine Sorge, wir machen da noch ein Geländer hin für die Kinder. Ihr wisst ja, wie sehr mir Kinder am Herzen liegen. So ein Zwischenstück. Was sind die Zwischenstücke? Zwischenstück hier. Hinten machen wir noch zu. Hier wird man rausschauen können, dass damit jeder sieht, wie kotig es hier mal ausgesehen hat. Und jeder weiß, dass ich derjenige bin, der schön ist. Und das Fenster hat auf jeden Fall, ich finde, ein ganz starken Charme. Der mir auf jeden Fall entspricht. Also der aussieht wie ich, der Charme. Also ich bin doch sehr zufrieden hier oben. Aber wisst ihr was, ihr habt recht. Ihr habt recht. Das muss so eine Art Rundweg sein, damit es auch hier drüben halt rüber geht. Hier soll es zu den Schlafgemächern gehen. Ihr sollt erst mal oben versteckt sein. Das ist immer blöd, wenn Schlafmöglichkeiten irgendwo so hier alles blockieren. Das ist kacke. Ich weiß, das findet ihr auch kacke. Wir machen auch erstmal einiges zu, was später auch vielleicht wieder geöffnet werden kann, um eben einen Friseur reinzumachen oder einen Gay-Club oder irgendwas, was wir eben so, worauf ihr eben so steht. Das sieht ja alles noch ganz gut aus, als könnte es auch was aushalten. Ne? Sieht das nicht unrealistisch gebaut aus? Also ein bisschen schon, ich weiß, aber so für den Anfang ist das auf jeden Fall mal, also da kann man nichts sagen. Kann man gar nichts sagen. Ja klar, ich weiß, die ganzen Sicherheitsfanatiker unter euch, denen schlägt jetzt ordentliches Herz kaputt, weil ihr euch denkt, da ist ja gar kein Geländer, wenn die Kinder kommen, oh Gott, hör mir auf. So ein Innending brauchen wir hier. So ein Gimmeldingen. Aha. Ich bin so ein richtiger Geländerbauer, wisch. Ich könnte gerade mal irgendwo auffangen. Geländerbauer. Sind Sie der Geländerbauer? Ja. Wir haben es sich schon erwartet. Es gibt viel zu tun hier bei uns in der Vault. Wir haben hier Geländer, die sind so marode. Die sind aus Papier, sagt Ihnen das was? Ich bin heute gerade mal ein bisschen lustig aufgedreht, aber es liegt auch daran, dass wir jetzt endlich mal hier an dieser Vault pimmeln können. Kindergarten? Ist es schön. Das machen wir auch gerade mal. Warum geht dem nicht? Warum geht dem nicht? Was macht dem? Sicherlich, weil ich hier mit atriummäßigen Teilen gebaut habe und das nicht verbunden werden kann oder sowas. Aber nicht mit mir. Innenbereich. Komm, das geht doch jetzt hier dran. Ja! Gibt's da vielleicht direkt schon sowas mit einer Wand? So wird ein Schuh draus. Ach, da ist eine Tür. Gut, auch nicht schlecht. Können wir so auch nehmen. Und dann geht's hier halt weiter. Hier geht so ein etwas langer Gang einfach noch ein bisschen in die Richtung. Und da gibt's dann diverse Schuhgeschäfte. Ja, für die Frauen. Frauengeschäfte für die Männer. Also da kann man Frauen kaufen. Und einiges eben, was so das Herz begehrt. Warum geht dem nicht? Hey, mach doch mal da dran. Warum haftet das nicht hier? Es geht nirgendwo dran. Oh, level up. Genau. Es geht fix bei uns, ne? So, die Tür geht schon mal auf, ja? Aber hier habe ich echt große Probleme. Hier keine Wand rein. Ich denke, hier blockiert wahrscheinlich diese andere Wand. Schaut mal hier, wenn ich hier rein machen will. Ah, funktioniert's.
Aber die ist falsch rum. Sie geht leider nur falsch rum, macht aber nicht dieses so ein Akzent wie eben die Wand da vorne. Man kann es doch nicht mehr freisetzen, das finde ich echt blöd. So, willkommen im Bettenraum. Hier hauen wir mal die ganzen Betten rein. Ich sehe schon, wir bekommen hier nicht alle Betten unter. Ist schon mal schwach. Wir machen noch geschwind hier den nächsten Schlafraum, dass die Dödel auch alle pennen können und wir nicht wieder Ärger bekommen. Von wegen, wir können nicht schlafen. Es ist manchmal wirklich sehr schwierig, hier nicht auszurasten mit diesen verschissenen Wänden. Mal gehen sie genau dann ran, wo man es nicht hin möchte. Wisst ihr, dann kann ich sie noch nicht mal von Hand da reinsetzen. Das ist doch zum Brechen, oder? Ich will es einfach nur hier, dass wir eben eine dezente Bleibe hier für uns Leute haben und dass sie rausfallen. Egal, wir machen jetzt halt ultra die Freestyle Vault und haben dann einfach da irgendwelche Absperrungen hier. Jetzt muss ich einfach mal so durchgreifen. Ja, so leid es mir tut, meine Damen und Herren. Ich muss hier einfach mal so ein verschissenes Ding hinbauen. Sowas hier halt. Alter, wie sieht denn das dann aus? Scheiß, der Hund, drauf. Wir holen uns jetzt noch ein paar Bettchen. Einer muss halt jetzt hier direkt am Rand des Wahnsinns schlafen. Ist mir gerade mal egal. Dann stellen wir das mal ein und gucken mal, was es da so einzustellen gibt. Willkommen, blablabla. Getränkeautomaten-Experiment. Notizen von Dr. Braun. Erstmal die Notizen durchlesen, bevor wir hier irgendeinen Scheiß einstellen. Nachdem die anfänglichen Vorräte an Essen und Trinken aufgebraucht sind, werden sich Vault-Bewohner an alles Neue gewöhnen, das wir ihnen geben. Das eröffnet uns die faszinierende Möglichkeit, chemische Zusatzstoffe in ihre Ernährung einzubringen, ohne dass sie etwas davon erfahren. Nach den Fokustests haben wir uns für einen Getränkeautomaten entschieden. Die einzige Grenze wird durch unseren chemischen Erfindungsreichtum gesetzt. Machen Sie Voltec stolz. Okay. Ich würde sagen, Stimmungsaufheller ist nicht schlecht, oder? Halluzigen hat uns eine kleine Probe des ziemlich interessanten Endprodukts zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine wasserlösliche und extrem psychoaktive Verbindung. Sie erzeugt kurzfristige Euphorie und in manchen Fällen auch schwache Halluzinationen. Überraschenderweise sind bei den Versuchspersonen keine Entzugserscheinungen aufgetreten. Allerdings kam es nach dem Absturz häufig zu depressiven Verstimmungen. Zum ersten Mal hat unser Team keine Todesfälle verzeichnet. Alter. Die stärkste Nebenwirkung ist bei Versuchsperson 13 aufgetreten, die seit 13 Stunden ihre Hand anstarrt. Faszinierend. Hinweis, wir versuchen noch die Farbe zu ändern und den Geschmack. Okay. Appetitzügler. Wir haben erstaunliche Fortschritte beim Synthetisieren eines Lipstatin-Derivats erzielt. Die Nebenwirkungen sind zugegebenermaßen stärker, die Effektivität dafür aber beachtlich hoch. Versuchspersonen haben während des Testzeitraums 10% ihres BMI verloren. Leider kam es bei den Teilnehmern zu einem Produktivitätsrückgang. Ein Todesfall durch Tod. Ein Totalausfall durch Tod, zwei Personen verweigerten sich, das Bett zu verlassen. Die anderen verbrauchten jedoch maximal ein Viertel der Standardration. Wenn wir die Probleme beheben können, dürfte die Versorgung eines kompletten Vaults in Zukunft wesentlich weniger Ressourcen in Anspruch nehmen. Allgemeine Koordinierung. Und das war es jetzt so langsam mit Ted. Wenn man die umfangreiche Präsentation seines Teams beiseite lässt, ist der aktive Bestandteil von Ergänzung Z einfach nur Koffein. Ganz normales Koffein. Wie zu erwarten, haben sich bei den Versuchspersonen keine nachteiligen Auswirkungen ergeben. Teds Team hat außerordentlich viel Zeit damit verbracht, Geschmack und Kohlensäureanreicherung, Kinder. Es gab sogar einen Fokustest gegen Nuka-Cola, um den Reiz zu erhöhen. Ich muss zugeben, das Getränk ist erfrischend. Gott, ich hasse Ted. Ich würde sagen, wir übernehmen diesen Parameter. Lass der Clem eine Stunde lang Softdrinks servieren. Alles klar, los. Der Getränkeautomat ist bereit. Sehr schön. Willst du der erste Kunde sein? Hey, wie kommt drauf an. Was kostet das? Oh, ist kostenlos. Wirklich? Was? Ja. Tja, ja. Was? Na dann. Das Zeug ist besser als Nuka-Cola. Probier's mal. Ja. Wow, das ist gutes Zeug. Komm mal wieder vorbei. Wow, das ist gutes Zeug. Leute, ihr macht hier mal schön weiter an der ganzen Geschichte. Und ich muss mal eben hier noch unser Essen auf... Was ist hier mit unserem Essen los? Gar nichts zu essen da. Gibt's Vault-Essen? Powerrad und Getränkeautomat. Wow, wir können so viel Essen daraus beziehen. Es ist enorm. Wir stellen nochmal hinten in unserem dreckigen Teil des Vaults, stellen wir hier die Sachen zur Verfügung. Das kann der Clem auch noch machen, hier den Scheiß ernten, oder? Guck, wie sie alle da stehen und vor sich hin naschen. Geil. Und nur 8 Schutz ist natürlich sehr, sehr wenig. Moment mal. Sprich mit Clem. Ich habe hier einen Kunden. Noch eine Erfrischung? Was zum Teufel ist das? Ich habe mal eine Nuka-Cola getrunken und dieses Zeug... Ich weiß. Da sind spezielle Chemikalien drin. Ach was. Naja, was auch immer es ist, ich liebe. Yeah. Sprich mit der Aufseherin. Okay, komm, Aufseherin, wie sieht's aus? Was sagst du dazu? Die sind doch völlig zufrieden hier, die Leute, mit der Blöre. Koffein. Nun, es erhöht die Produktivität. Hm. Aber ernsthaft? Betrachtet man noch den eher fraglichen Erfolg mit dem Powerrad, zweifle ich langsam an deinem Engagement für das Projekt. Aber noch kannst du alles wieder gut machen. Der Hippokratische Eid. Ein Gelöbnis, keinen Schaden zuzufügen. Naja, das fasst es grob zusammen. Ich will jetzt nicht damit anfangen, alte Bücher auf Lateinisch zu interpretieren. Aber die Grundhaltung in der Medizin läuft dem entgegen, was wir hier zu erreichen versuchen. Ärzte,
sollten nicht das Wohl ihrer Patienten über alles stellen, sondern das Wohl der Gemeinschaft. Ja. Das verstehst du sicher. Natürlich, natürlich. Ich kann doch alles verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine andere Gewichtung nötig ist. Meldet sich da etwa dein Gewissen? Du solltest daran arbeiten, das zu unterdrücken. Ja. Also ab in den Vault-Tec, Verrobter. Ein spezielles Gerät für Optiker, das Sehvermögen des Patienten verbessern kann. Aber es könnte noch so viel mehr. Für den Prototyp ist etwas, viel... Okay, eine riesige Menge an radioaktivem Material nötig. Aber es wird sich auszahlen. So. Na, da antworten wir erstmal sarkastisch auf die ganze Geschichte, oder? Nukleares Material, sagst du? Was könnte schon schiefgehen? Ich weiß, es ist idiotensicher. Mach dir keine Gedanken wegen des nuklearen Materials. Ajo. Wir haben diesen Ort für Vault 88 gewählt, weil unsere Untersuchungen ergeben haben, dass es tiefer in den Höhlen reiche Uranvorkommen gibt. Also fang an zu graben und besorg uns, was wir brauchen. Das wissen wir ja schon, was da unten abgeht, ne? Wir waren ja schon dort und haben so ein paar Viecher gepimmelt. Ah, das Wasserloch noch abgeschlossen. Sehr gut. Schön, dass es jetzt auch mal erscheint. Die Zukunft im Blick. Baut den verrobter Prototyp. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wie der aussieht.